Hi Leute, hier ist Heike Habchristian. Ich habe zuletzt vor 5 Jahren etwas Tierisches gegessen. Unglaublich, dass es mal so weit kommen würde. Und ich wollte meine 5 Lektionen teilen, die ich in diesen 5 Jahren gelernt habe. Nächstes Jahr gibt es 6 Lektionen. Das wird eine Reihe, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und den kann man eigentlich in 2 Situationen anwenden. Der erste Fall ist, wenn man gerade neu vegan wird. Einige Veganer erwarten dann von einem, dass man direkt von 0 auf 100 vegan wird und das klappt bei manchen Leuten, bei anderen nicht. Wenn ihr merkt, es klappt nicht für euch, dann gebt deswegen nicht auf. Das, nur weil ihr zum Beispiel sagt, ich kann mich nicht von meinem Ben & Jerry's Eis verabschieden oder ich kann mich nicht von meiner Buttermilch verabschieden, dann hey, dann sagt doch, ihr verabschiedet euch von allem bis auf das Ben & Jerry's Eis oder bis auf die Buttermilch und dann macht ihr das einfach so und irgendwann wird es euch leichter fallen, das Ben & Jerry's Eis aufzugeben oder die Buttermilch. Oder auch nicht. Und wenn, selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist das wahrscheinlich noch ziemlich, ziemlich, ziemlich viel besser, was ihr macht, als 99% der Bevölkerung, vor allem weil ihr euch darüber bewusst seid, was ihr tut. Also ihr müsst euch nicht quälen, sofort 100%ig vegan zu werden, wenn ihr merkt, dass das ist nichts für euch, das funktioniert irgendwie gerade nicht so und ihr solltet auch nicht versuchen, dann euch deswegen selber fertig zu machen, so von wegen, ihr seid zu inkonsequent oder ihr habt keine Willensstärke oder so, sondern es ist vielmehr so, gerade wenn man solche Produkte für vielleicht 40, 50 Jahre gegessen hat und damit vor allem Emotionen verknüpft sind, das ist schwierig. Es ist auch schwierig, wenn man sich vorher von sehr, sehr vielen tierischen Produkten ernährt hat. Dann fällt auf einmal so ziemlich alles weg, was man vorher gegessen hat. Man muss sich erstmal neu orientieren, erstmal neue Rezepte finden, neue Produkte finden, die man überhaupt kaufen kann, neue Sachen, die einem schmecken. Das ist schwierig für die meisten. Ich meine, ja, vielleicht mag das für irgendwelche YouTuber, die 21 sind, einfach sein. Es ist auch für manche Leute, die 61 sind, einfach sind. Aber das Wichtigste ist, wie ist es für dich? Nicht, wie ist es für andere, sondern was kannst du gerade in deiner Situation, in deiner Ernährung ändern, wenn du es möchtest? Das ist das Wichtige. Fokussiere dich auf dich, mach das, was du in deiner Situation machen kannst und tu das, was sich für dich richtig anfühlt. Der zweite Aspekt ist, egal wie sehr ihr es versucht, wenn ihr einmal in einem Restaurant essen gehen werdet oder mehrfach, wird es euch irgendwann passieren, dass ihr was essen werdet, was nicht vegan ist. Und dann gibt es Leute, die da ganz extrem und emotional drauf reagieren, so dass sie anfangen zu weinen, dass sie ausrasten oder so. Und wenngleich ich das sehr gut verstehen kann, weil das bei manchen Leuten dann ja sehr, sehr extreme Reaktionen auslöst, gerade wenn sie vielleicht vorher so einen krassen Film wie Earthlings gesehen haben, denke ich dennoch, dass das nicht der richtige Weg ist, damit umzugehen, weil Fehler, die wir im Leben machen, sollten wir nicht als Anlass sehen, um auszuticken, sondern sollten wir als Lektion sehen, aus der wir etwas lernen können. Und wenn der Servierer im Restaurant euch dann etwas Falsches bringt oder so, ist das auch kein Grund, den Überbringer der Botschaft dafür zu steinigen oder zu kasteien, sondern bleibt freundlich und geht auch etwas, geht nicht so verkrampft an die Sache ran, geht etwas lockerer mit euch selbst um, denn wenn ihr euch ständig jedes Mal dafür voll fertig macht, dass ihr, ja, so, ihr seid so dumm und ihr seid so willensschwach und so, überlegt, wie ihr mit euch selber redet, denn die meisten Leute würden, so wie sie teilweise mit sich selbst reden in solchen Situationen, nicht mal mit dem schlimmsten Feind reden. Und achtet einfach darauf, wie ihr euch mit euch selber kommuniziert, denn wenn ihr ein gutes Verhältnis zu euch selbst habt, dann könnt ihr viele Probleme viel einfacher lösen, meiner Meinung nach. Wenn man auf irgendwelchen Facebook-Seiten oder in Diskussionen oder auf YouTube immer wieder vegane Horror-Stories mitbekommt, solche Sachen wie, also ich meine jetzt nicht wieder sowas, Eltern haben das Kind vegan ernährt und haben dem nur Reiswaffeln gegeben und es musste in die Notaufnahme so oder so. Das ist natürlich auch schlimm. Ich würde dann zwar bestreiten, dass das vegan ist, aber egal. Ich meine solche Sachen wie, wir verschmutzen unsere Weltmeere, wir stehen 5 Minuten davor, für immer auszusterben, wir töten alles auf diesem Planeten. Es ist sehr leicht,
alles sehr, sehr fatalistisch zu sehen, aber ich denke halt erstmal, ich bestreite, dass die Welt immer schlimmer wird. Ich denke, es gibt gerade zum Beispiel, was Kriminalität geht oder so, angeht oder so, ziemlich gute Untersuchungen, dass die Welt sehr, sehr viele Fortschritte macht, dass wir als Spezies Fortschritte machen. Ich meine, es klappt nicht so, wie man es gerne hätte, aber ich denke, wir sind zumindest auf einem guten Weg. Ich meine, bis in die 70er durften Frauen in der Schweiz nicht wählen, bis in die 50er und 60er wurden Schwarze in den USA diskriminiert. Da sind wir doch schon ein Stück weit von abgekommen. Und irgendwann werden wir auch andere Probleme lösen können. Und das ist aber kein Grund, jetzt alles, jetzt so eine Schwarzmalerei zu betreiben, von wegen die ganze Menschheit ist furchtbar und Menschen sind schrecklich. Also dann in so eine Misanthropie zu verfallen, wie Gary Yourofsky oder so. Ich denke, das ist nicht der Weg. Ich denke, der Weg ist zu kommunizieren. Ich denke, der Weg ist, mit Leuten auf einer vernünftigen Ebene umzugehen, freundlich zu bleiben und die Welt realistisch zu sehen, mit allen positiven Sachen, die es gibt und allen negativen Sachen. Und lasst negative Sachen nicht so an euch ran, wenn ihr merkt, dass euch das irgendwie psychisch nicht gut tut. Denn das Letzte, was wir brauchen, ist, dass ihr depressiv werdet, weil ihr Earthlings mehrfach guckt und euch nur mit negativen Botschaften umgebt. Das ist auch irgendwie nicht der richtige Weg zu leben, meiner Meinung nach. Das ist etwas, was ich auch lernen musste, denn am Anfang war das so, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, aber vegan ist doch voll ungesund, dann würde ich mit Argumenten kommen wie, weißt du, was in Fleisch ist und hast du die China Study gelesen und die DGE ist total korrupt und dies und das und das und das und das und das und das. Und was ist das Resultat davon? Die Leute haben halt nicht zugehört, haben abgewehrt, weil es manchmal als persönlicher Angriff formuliert war. Und das ist keine gute Strategie. Das ist keine gute Strategie, euren Standpunkt darzulegen. Und ihr müsst auch realisieren, dass erstmal wahrscheinlich nicht jeder Mensch auf diesem Planeten vegan wird. Ihr müsst nicht jeden, der euren Veganismus anzweifelt, automatisch zum Veganer bekehren. Ich kann verstehen, dass gerade wenn solche Kritik aus Ecken kommt, von denen man es nicht erwartet hätte, aus Ecken kommt, von denen man eigentlich Unterstützung erwartet hätte, wie zum Beispiel aus dem eigenen Freundeskreis oder aus der eigenen Familie, erkennt, dass diese Leute euch nichts Böses wollen. Diese Leute wollen eigentlich nur euer Bestes, aber sie können auch nur Empfehlungen machen vor dem Hintergrund, dass von dem, was sie wissen, von dem, was sie schon immer erzählt bekommen haben. Und bei den meisten Leuten, die nicht vegan auf die Welt gekommen sind, also bei fast allen, ist das so, dass man ja die üblichen Sachen vorgekaut bekommt. Also Milch ist so gut für die Knochen und wir müssen Fleisch essen, weil wir ja solche Reißzähne im Gebiss haben und sowas. Versucht, wenn ein rationales Gespräch möglich ist, einfach eure Gründe darzulegen, beantwortet Fragen, nett und höflich und mit Verständnis und versucht halt nicht, das so darzustellen, als ob ihr hier, als ob eure Verwandten hier sind und ihr seid in Alaska, so moralisch gesehen oder so, sondern versucht halt zu sagen, so ja, genau das habe ich auch gedacht und dann habe ich mich informiert und ich habe das so und so gelesen und da stimmen voll viele Wissenschaftler mit überein. So eine rationale Herangehensweise funktioniert natürlich nicht immer und es gibt auch einfach hoffnungslose Fälle. Das muss man anerkennen. Es gibt Leute, mit denen macht es einfach keinen Sinn zu diskutieren. Ihr werdet gut darin werden, solche Leute zu erkennen, wenn man eine Diskussion anfängt. Pflanzen haben Gefühle, sage ich da nur. Und ihr müsst euch nicht in eine Diskussion begeben, wenn ihr da gerade keinen Bock drauf habt. Das mache ich auch, wenn Leute gerade diskutieren wollen und ich habe aber keinen Bock darauf, dann versuche ich das Thema auf was anderes zu lenken oder sag einfach, wenn das vor allem so sehr vorwurfsvoll ist oder sowas so. Das ist meine moralische Einstellung. Ich habe für mich erkannt, dass es das Richtige ist vor dem Hintergrund meines Gewissens. Ich bin auf diese Lösung gekommen, mit der ich super klarkomme und diese Position steht nicht zur Debatte. Laut der einschlägigen Meinung von Facebook und YouTube-Veganern reicht es nicht aus, vegan zu sein. Es muss auch sein, dass ihr nur Bioprodukte kauft. Es muss nur sein, dass ihr nur biodynamische Produkte kauft, von denen ich ehrlich gesagt bezweifle, dass sie vegan sind. Es muss sein, dass ihr plastikfrei kauft. Es muss sein, dass ihr an Peter-Demonstrationen teilnehmt und sowas. Ihr müsst nichts machen. Ihr habt, wenn ihr euch entschieden habt, euren Fleischkonsum oder euren Tierproduktkonsum zu reduzieren, keinen Vertrag unterschrieben, wo ihr irgendwie gesagt habt, ihr müsst dies oder das tun. Wenn ihr keine Lust habt, euch nur mit Aleppo-Seife zu waschen, sondern ihr sagt,
Ich habe aber ein voll tolles veganes Duschgel von, keine Ahnung, was, Lush oder so. Dann benutzt das. Wenn sich das für euch richtig anfühlt, wenn es das ist, woran ihr Freude empfindet, dann macht das. Genauso wenig können euch Leute irgendwie dazu zwingen oder nötigen, bei PETA-Demonstrationen teilzunehmen, wenn ihr das eigentlich gar nicht möchtet und wenn ihr euch in dieser Situation gar nicht wohlfühlt. Ihr müsst nur, weil ihr vegan seid, nicht automatisch an Demonstrationen teilnehmen oder Sachen machen, die mit Veganismus eigentlich nichts zu tun haben, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel solche Sachen wie, ihr müsst konsequent Plastik vermeiden, ihr dürft kein Duschgel mehr verwenden, genauso wenig wie man, wenn man minimalist ist, auf Klopapier verzichten muss oder auf sonstige Sachen. Ihr müsst gar nichts. Ihr macht das, was für euch in der jeweiligen Situation das Richtige ist. Und wenn es für euch gerade eben richtig ist, an einer Demonstration teilzunehmen, weil ihr sagt, so, ja, ich möchte, dass die Leute sehen, dass ich dabei bin und dass ich das als Unrecht empfinde, dann macht das. Und wenn ihr aber sagt, so, ich fühle mich dabei unwohl, dann versucht es vielleicht, um zu gucken, ob ihr vielleicht nur einfach irgendwelche Vorurteile habt, weil PETA-Demonstrationen manchmal schon ziemlich crazy sind. Aber wenn ihr merkt, so, ja, das ist doch eigentlich was für mich, dann macht da mit. Und wenn ihr halt sagt, das ist nichts für mich, dann hey, vollkommen in Ordnung. Und nur weil irgendwelche Veganer im Internet dann ziemlich austicken, weil man nicht so vegan ist wie die, weil die sind ja viel veganer als du, dann mach Facebook aus. Lock dich aus, setz dich mit einem Buch auf die Couch, zünde ein Räucherstäbchen an, geh Radfahren, geh spazieren. Verschwende deine Zeit nicht auf Leute, mit denen man nicht vernünftig diskutieren kann oder die einen nur beleidigen. Das ist für mich persönlich ein ziemlich wichtiger Punkt. Ihr könnt nicht alle Probleme der Welt oder alle Gesundheitsprobleme dadurch lösen, dass ihr vegan seid. Punkt. Es stimmt auch nicht alles, was im Internet über vegane Ernährung gesagt wird. Also solche Sachen wie vegane Ernährung heilt automatisch Brustkrebs oder so. Es gibt Leute, bei denen ist das tatsächlich eingetreten, aber das heißt halt nicht, dass ihr jetzt sagt, ich gehe nicht mehr zum Onkologen, ich habe jetzt Stufe 4 Brustkrebs oder so, sondern ich trinke jetzt Grünkohlsaft. Tut das bitte nicht. Genauso wie glaubt einfach nicht alles, was im Internet über Veganismus gesagt wird. Wenn ihr wirklich die Zeit habt, euch intensiv mit Sachen auseinanderzusetzen, dann tut es. Wenn ihr die Zeit nicht habt, dann empfehle ich, Leuten zu glauben, die Ahnung haben. Zum Beispiel Veganer, die gleichzeitig Ernährungsmedizin studiert haben. Oder der Weltgesundheitsorganisation. Oder einschlägigen Veganerverbänden. Die haben in der Regel schon ziemlich gute Informationen. Und glaubt nicht einfach, weil eine Webseite sagt, man braucht als Veganer gar keinen B12 zu supplementieren. Man kann einfach Sauerkrautsaft trinken. Nein, tut es nicht. Glaubt auch mir nicht. Macht eure eigenen Erkenntnisse, Nachforschungen, komischer Zusammenhang für Erkenntnisse. Macht eure eigenen Nachforschungen, wenn ihr Zeit dafür habt, und ansonsten haltet euch an das, was Leute gesagt haben, die Ahnung von Sachen haben. Genauso wenig glaubt YouTubern, die zwar mega viele Abonnenten haben, so 300.000, und dann sagen sie halt, Homosexualität ist unnatürlich oder solche Sachen wie, man kann Depressionen durch Kohlenhydrate heilen. Geht bitte nicht mehr zu eurem Psychologen, wenn ihr eine Depression habt, und zieht euch anstattdessen eine 5-Kilo-Packung Datteln rein. Das kann bei einigen funktionieren und ich glaube, es ist halt niemals schlecht, einer vollwertig pflanzlichen Ernährung zu folgen, aber es ist halt auch einfach kein Allheilmittel. So einfach ist das. Das waren meine 5 Lektionen, die ich in 5 Jahren Veganismus gelernt habe. Und es werden wahrscheinlich noch viele andere Lektionen folgen, die ich lernen werde in meinen nächsten Jahren. Habt ihr irgendwas anderes gelernt? Habt euch irgendwie was in diesem Video gefehlt? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir auf Tumblr, denn dann können wir alle davon profitieren. Ist halt bei E-Mail immer schwierig. Erstens habe ich ja schon erklärt, ich bin furchtbar daran, E-Mail zu beantworten. Und es ist halt One-on-One. Wenn es halt wirklich was sehr Persönliches ist, kann ich voll verstehen. Aber wenn es halt eine generelle Frage ist, schreibt sie mir auf meinen Tumblr-Account, dann können wir sie alle sehen. Jeder kann nachlesen. Besser für alle. Ist wie Wikipedia. Und abonniert mich, wenn ihr es gerne möchtet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe jetzt bald 4.000 Subscriber. Ich nehme das Video gerade am
Oh Gott, ich peinlich, dass ich aufs Datum gucken muss, am 12. Oktober auf. Vielleicht habe ich ja schon die 4000 überschritten. Dann danke ich allen meinen neuen Abonnenten und ich danke allen Abonnenten, die in letzter Zeit den Weg zu meinem Kanal gefunden haben. Das freut mich sehr. Ich sehe neue Namen in den Kommentarfeldern und das, ja, das freut mich immer total, von anderen Leuten zu hören. Und jo, wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich wünsche euch einen tollen Tag und eine tolle Zeit. Bis dahin.